Zavala, so, willkommen dabei, zurück. Von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Ja, ich hatte ja eine Filmsequenz. Halt dich gut fest. Ich hoffe, ihr habt den Cut gut hinbekommen. Nee, weil bei mir war gerade eine Sequenz zu Ende. Das waren ja 14 Minuten oder 13 oder so. Und ich weiß, dass es jetzt länger dauert. Ja, Tobi ist auch noch da. Komm schon. Ja. Ist immer noch alles mega geil. Unternehmen was. Das Ding ist, ich habe die Filmsequenz, glaube ich, noch nie gesehen. Weil ich immer nebenher was geguckt habe. Okay, ich bin ein Burn, Hüter. Motherfucker, burn, burn, burn. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum du so viel Schärfe in die Diskussion bringst. Ich glaube, ich muss meinen Sound noch mal ein bisschen runterdrehen. Ich habe meinen auf 2. Ich meine auf 5. Ja, okay, ich habe auch andere Einstellungen. So, Freunde, wir müssen jetzt die, das Kommandoschiff da irgendwas deaktivieren, die Schilder. Aber. Ich werde mal das ganze Tutorial angucken. Je nachdem, wie lange das dauert, werde ich das vielleicht auch heute mal in einem Stück. Ein geehrter Centurio. Ah ja, das ist der Boss. Ich weiß. Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Dein Super ist übrigens, dass du 3 starke Schüsse hast. And he's down. So. Okay. Der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Wenn sich jetzt jemand fragt, warum bin ich so viel schneller als Tobi, dann ist das natürlich nicht die Tatsache, dass ich das Spiel schon gefühlte 50 Stunden gespielt habe, sondern einfach die Tatsache, dass ich mehr Skill habe. Kann man einfach mal so sagen. Ist ja auch wahr. Es gab noch nie etwas, was ich verfehlt habe. Auch keine Pfeile. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Das Ding ist, Sarah hat sich gestern noch irgendwelche Random-Videos angeguckt, die angezeigt wurden. Und so bei PES plötzlich so, hä, wo ist denn da eigentlich Tobi? Ich so, Tobi spielt da nicht mit. Und warum denn nicht? Weil das ein Einzelspieler-Ding ist. Ich spiele einen Spieler, wie will Tobi denn da mitspielen? Ja, ach so, vielleicht spielt er einen anderen. Nein. Auch jetzt kommen die Sniper. Nee, du entwickelst tatsächlich mit Destiny relativ schnell eine Routine. Das ist richtig übel. Ich bin diese Call of Duty PlayStation Spieler. Das heißt, ja, dass du halt einfach weißt, wie viele Schüsse du brauchst. Also, dass du dann halt direkt zum Gegner zum nächsten oder dass du aufhörst zu schießen, direkt zum Gegner zum nächsten wechselst. Das habe ich jetzt schon. Ja, ich sag ja. Also, das ist du bist immer schneller. And you must aim at the head. Ja, das ist das, was ich anfangs zum Beispiel nie gemacht habe. Was? Ich hab nie bewusst auf den Kopf geschossen oder so. Oder ich nachher bei anderen Kreaturen wird es ja schwieriger, weil die zum Beispiel einen anderen Crit-Punkt haben. Und wenn du die halt kennst, dann ist es einfacher. Logischerweise. Wo ist der Deckel denn? Ach da. Moin. Ebens. Lol, warum hat der kein Damage bekommen? Hab ich die verfehlt? So, down. Und ich habe natürlich ich bin im Nahkampf geübt da beispielsweise, als ich es beim Anfang war. Sagte er und verkackte gerade was. So. Wie war nochmal Ulti? F. Okay. Bam, bam, bam. Wichser. Es gibt ein Legendary, da hast du nur einen Schuss, aber der haut dann richtig rein. Oh Gott, das ist ja der Scheißflug. Lol. Die Art, wie du fliegen kannst mit der Taste, der ändert sich nämlich. Da gibt es 3 verschiedene pro Klasse. Und ich bin die hier quasi nicht. Ich bin die nicht mehr gewohnt. So. Ach Gott, da ist ja schon wieder einer.
eben mal erst die kleinen. Das ist die. Das ist das 1x1 der Bosskämpfe. So, und jetzt bummst dich. So. Der Sniper. Komm, wir machen es mit Stil. Oh, falscher Knopf. Ich habe gerade F gedrückt und V, weil bei F ist. Wo ist F? F ist doch bei Battlefield-Messern, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und V, glaube ich, bei Call of Duty. Und ich habe die ganze Zeit F und V gedrückt. Oh Gott, nein. Oh Gott, bin ich dumm. Bin ich dumm, bin ich dumm. Aua, das da. Nichts Neues. Mann, das ist echt eine Umstellung. Ich, übrigens kam ich auf das Springen am Anfang gar nicht klar. Ich habe bei einer Mission, wo man springen muss, bin ich einfach 18 Mal hintereinander gestorben. Richtig ätzend. Da habe ich mich echt schwer getan. Hunter ist, glaube ich, auch generell nicht so meine Klasse, weil der ist halt agiler und muss mehr rumspringen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich bin mehr so, der steht rum und schießt. Yo. So, ich habe die Turbine da. Hey. Big Boss. Okay. Auf welcher Seite denn? Brande Unbezwungene. Ja, ne, du bist doch mittlerweile alleine spielen, oder? Ah? Spielst du dich mittlerweile alleine? Doch. Okay. Bist du schon bei den Snipern vorbei? Ja. Das war der Boss okay, bei den Snipern. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob die gleiche heißen. Ich habe auch nicht auf den Namen geguckt. Ja, dann bist du jetzt noch einen Boss und die Turbinen davon entfernt, bei mir zu sein. Ja, ist ja easy. Easy going. Ja, ich meine, bis wir zusammenspielen, dauert es eh nochmal so 15-20 Minuten. Ups. Was sollen wir bloß tun? Wollte ich nicht. Nichts. Boah, jetzt kommt so eine geile Szene. Willkommen in einer Welt. Hey, Digga, du visierst mich hier aber nicht an, oder? Hüter, da stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Yo, Digga. Nein, Geist ist weg. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Oh Gott. Ich bin Gor. Und dein Licht ist mein. Hey, das ist so ein geiler Bitch-Move in der Filmsequenz. Ich habe nur am Anfang, liebe Zuschauer, als ich das erste Mal gespielt habe, nicht verstanden, dass das ich bin. Also, Tobi, es passiert gleich was mit deinem Charakter und du, in der Filmsequenz sieht er einfach anders aus. Ich habe nicht gerafft, dass ich das bin und mich gefragt, oh, was ist denn jetzt mit dem Typen passiert, der das gerade abbekommen hat. Nur mal so am Rande. Ich wollte es auch Tobi nicht spoilern. Ach schön, super bereit, wenn der Boss down ist. Kommt noch mal einer, oder? Nein. Nee. Ich sag mal so, setz die ihm nochmal ein. Du siehst sie jetzt ein bisschen länger nicht. Ja, es passt gerade auch ganz gut. Bei mir ist gerade eine Filmsequenz, aber da machen die nichts. Das Schöne ist, jetzt labern wir uns immer voll in die Filmsequenzen rein, weil wir halt getrennt voneinander spielen müssen. Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt macht das auch mal Sinn.
Ich habe gerade zum ersten Mal den Anfang vom Spiel verstanden. Hä? Ich habe mich aus Versehen die Filmsequenz, die nach der Endfilmsequenz quasi kommt, habe ich nie gesehen. Die habe ich weggedrückt aus Versehen beim ersten Mal. Oder nicht aufgepasst. Ja, Leute, jetzt kommen wir zur langweiligsten Sequenz überhaupt. Aber, ja, wobei, gucken wir uns das noch an. Nein, das machen wir morgen. Also, habt Spaß. Guckt morgen wieder rein. Es war mir eine Ehre. Bis dann.